Hallo zusammen, heute geht es um die Serieschaltung von 12 Volt Batterien, dass wir eine 24 Volt Anlage bekommen oder für die Anwendung von 24 Volt. Bei uns im Datenblatt drin steht, dass ihr diese Batterien, diese Lithium-Batterien, 200 Ampere sind nur für Parallelschaltung, also im 12 Volt System zugelassen. Für die 24 Volt nein. Es gibt da eine kleine Ausnahme. Und zwar kann ich diese Batterien zusammenschalten. Also ich habe jetzt hier einen 200 AH-Block, der kostet ohne Bluetooth 1200 Franken. Das ist ein Leergehäuse. Und hier hatten wir 240 AH Shell-Batterien drin. Und jetzt rüsten wir um auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Und da kommen jetzt zwei solche 200 AH-Batterien rein. Zu dem Teil hier, das ist ein Transportbehälter. Ich habe hier eine Türe, der kann heizen, kühlen und vor allem er läuft seine 48 Stunden ohne Stromversorgung. Von oben sieht der so aus, ich habe hier die zwei Batterien drin und ich habe hier einen Ausgleichslader. Den schauen wir uns auch hier an. Dieser Ausgleichslader, der hat hier drei Anschlüsse. Wir sehen es hier. Einer kommt auf Minus, einer kommt auf Plus und die weiße Leitung kommt auf die Verbindung. Wir sehen das vielleicht hier. Die möglichen Anschlüsse für 24 Volt. Wenn ich dann auf 3, also 36 Volt gehen will, also 3 mal 12 Volt Batterien, dann brauche ich zwei solche Ausgleichslader. Der ist jetzt nicht angeschlossen und dieser hier ist angeschlossen, der ist aktiv und da wird jetzt eine Batterie ausgeglichen, weil wir haben zurzeit einen Verbraucher dran. Ja, wir sehen hier die Batterien, die waren schon mal ungleich, da waren 130 AH waren hier noch und hier noch 183 Amperestunden. Die sind jetzt 8 Jahre im Betrieb und die haben jetzt das Zeitliche gesegnet. Ja, hier sehen wir diese Batterien, die werden jetzt hier noch fixiert, das ist noch alles nicht so weit. Dann die zweite Batterie auch. Wir haben das Ladegerät da im Dunkeln und hier die ganze Datenloggerei. Das heißt Positionsaufzeichnung, Temperaturaufzeichnung innen, außen. Wir haben hier einfach mit Aluminiumklebeband, das ist noch das alte, da muss noch ein neues drunter. Die Temperatursonde der Batterie, obwohl ja die Lithiumbatterien selber sich schon überwachen. Hier sehen wir die ganze Anzeigerei. Wir haben hier einen Türschalter, einen Hauptschalter, eine Batteriekapazitätsanzeige. Die ist jetzt noch auf Blei ausgelegt. Beim Lithium haben wir dann nicht mehr diese Anzeige, aber wir haben dafür höhere Kapazität. Und diese Anzeige blinkt, aber nur auf der Kamera. Hier haben wir die Temperatur eingestellt. Um zum hier ranzukommen, muss ich die Türe öffnen und dann kann ich hier unten reinfassen und hier zum Beispiel das Ganze ausschalten. Da habe ich nur noch die Temperatur, die Batterieanzeige. Hier haben wir die Verriegelung, dass ich es nicht extern ausschalten kann. Weiter haben wir innen drin, das ist von der zulässigen Beladehöhe. Wir haben Kühler und Heizung hier hinten drin. Jetzt hier haben wir eine 24 Volt Anwendung mit diesen Lithium Batterien. Auch hier gilt es, wenn ihr in Serie schaltet, dass wir aus zwei 12 Volt Batterien einen 24 Volt Block kriegen. So ein Ausgleichslader dazwischen oder ein Balancer. Und dann gleich große Batterien verwenden, die wir möglicherweise aus der gleichen Serie stammen. Weil wenn wir unterschiedliche Zellen haben, gleiche unterschiedliche Batterien, gilt es wie früher bei den Bleibatterien,
ist nicht ganz ideal, weil der Ausgleichslader muss dann mehr arbeiten. Ja, das soll es gewesen sein. 24 Volt Batterieblocksysteme. Diese Ausgleichslader, die haben wir hier am Lager. Also wenn ihr Bedarf habt und sowas sucht, aber die gibt es auch sonst überall zu kaufen. Die Kosten liegen irgendwo bei 30 Franken, vielleicht auch 40. Im Verhältnis zu den Batterien ist das gar nichts. Meistens schenken wir sogar einen dazu, wenn ihr einen Batterieblock bestellt. 200 AH auf 24 Volt kostet also 2400 Schweizer Franken. Hier verlinke ich euch ein anderes Video über Batterien. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.